Der CAS-Lehrgang in internationaler Politik und Interessenwahrung ist ein einzigartiges Angebot in der Schweiz. Hier an der ETH, einer der besten Hochschulen der Welt. Die Teilnehmenden lernen hier, wie sie komplexe internationale Projekte in ihrer täglichen Arbeit erfolgreich umsetzen können, gestützt auf ein solides theoretisches Fundament. Alors le CAS en général est extrêmement intéressant, surtout du point de vue qui nous donne une ouverture par rapport aux différentes thématiques. On n'est pas concentré dans notre thématique, il nous donne une vision globale de ce qui se passe. Das CAS iPlay wird aus zwei Gründen von der ETH angeboten. Erstens ist die ETH eine eidgenössische Hochschule und will daher auch einem eidgenössischen Publikum eine hochwertige Weiterbildung anbieten können. Und zweitens hat die ETH herausragende Professorinnen und Professoren mit ausgezeichneten Kompetenzen in genau jenen Bereichen, die es für diesen Lehrgang braucht. Für mich als Quereinsteiger in dieses Thema ist dieser Lehrgang die ideale Gelegenheit, mein Hintergrundwissen im Bereich der internationalen Politik und der Interessensvertretung aufzubessern. Aber auch das Kennenlernen von neuen Personen ist für mich wichtig, um so mein berufliches und kollegiales Netzwerk weiterzuentwickeln. Die meisten Teilnehmenden des CAS iPlay sind bereits in einer leitenden Position im öffentlichen Sektor. Sie sind höchst qualifizierte und top motivierte Leute mit extrem viel Know-how in ihren jeweiligen Fachbereichen. Unser Ziel mit dem CAS iPlay ist es nun, diesen Personen noch die grundlegenden Einblicke und die praktischen Tools mit auf den Weg zu geben, damit sie auch im internationalen Kontext ihrer Arbeit souverän, gekonnt und geschickt agieren können. Was mir gefällt, sind die interdisziplinären Ansätze, Politikwissenschaft, Ökonomie, Technologie zusammen mit der Erweiterung meiner Skills im Bereich Leadership, aber auch Verhandlungsführung. All das zusammen mit spannenden Diskussionen in Kleingruppen, im Gesamtplenum, das macht für mich wirklich den Asset dieses CAS aus.